Die schlechte letzte Saison ist abgehakt. Nach 2 Jahren in Folge in der Relegation will sich der VfL Wolfsburg stabilisieren und hat sich rund erneuert. Der neue starke Mann im sportlichen Bereich heißt Jörg Schmadtke. Seine erste Mission beschreibt er so. Viele Gespräche führen, schnell alles kennenlernen, gut zuhören, ein paar Fragen stellen, auf die richtigen Antworten hoffen und dann die Dinge, die vorhanden sind, mitnehmen und die positiven Dinge weiterlaufen lassen und forcieren und die Dinge, die Veränderung brauchen, ein Stück weit verändern, aber alles im Rahmen, ein paar Leitplanken halt setzen. Schmadtkes unaufgeregte Art tut dem Verein gut nach den letzten hektischen Jahren. Soweit ich feststelle, ist es relativ ruhig. Also, mir sagen auch Leute, die schon länger hier sind, es wäre relativ ruhig derzeit. So, ich weiß nicht, das ist schwierig, das mit irgendeiner Systematik anzugehen, sondern ich glaube, man muss sein Wirken lassen. So, und ich bin halt eher ein etwas zurückhaltender Typ. Ich höre lieber zu, stehe lieber in der Ecke. Und ich glaube, dass das auch auf Mitarbeiter und auch auf Außen wirkt. So, wenn man nicht so aufgeregt durch die Gegend rennt und alles kommentiert, sondern wenn man die Dinge einfach mal so ein bisschen laufen lässt, immer mal wieder auch eingreift, aber laufen lassen und eher begleitend. Schmadtke will verloren gegangene Nähe zu den Fans wiederherstellen. Auch deshalb fährt der VfL nicht ins Trainingslager, sondern bleibt in Wolfsburg. Die Rahmenbedingungen und die Arbeitsbedingungen sind so ideal hier in Wolfsburg, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich Blödsinn, irgendwo hinzufahren und Kompromisse einzugehen, wenn wir hier aus dem Optimum schöpfen können. Also deswegen sind wir hier geblieben. Darüber hinaus ist es natürlich auch ein Stück weit Symbolik, muss man auch sagen. Nämlich, dass wir deutlich verstanden haben aus den letzten beiden Jahren, dass die Arbeit im Vordergrund zu stehen hat. Und das signalisieren wir ein Stück weit dadurch, dass wir viele Einheiten haben, aber dass wir auch hier bleiben und verstanden haben, dass wir auch zu dieser Region gehören. Eine Maßnahme, die in der Mannschaft gut ankommt. Die sportlichen Erwartungen sollen nach 2 enttäuschenden Jahren aber bewusst gering gehalten werden. Ja, also Erwartungen wollen wir ein bisschen runterschrauben, weil ich glaube, wir haben die letzten 2 Jahre doch eher dezent Fußball gespielt, erfolgreich Fußball gespielt dazu. Deswegen wollen wir einfach ganz klar eine bessere Saison spielen. Ich glaube, das liegt in dem, ja, wir sind ein Stück weit auch in der Bringschuld für eine bessere Saison. Ich hoffe einfach, dass wir nur einen besseren Platz als Platz 16 belegen werden am Ende. Es ist mal wieder ein Neuanfang für den VfL Wolfsburg. Ab jetzt soll in der Arbeiterstadt auch der Fußball wieder gearbeitet werden.